Servus, meine Freunde, wir sind auf dem Testserver. Wir spielen die neue Reise der Wunder Goldrausch. Als Hauptbelohnung haben wir jetzt 10 Sternlotterkarten, die kann man ja eigentlich immer gebrauchen. Dann haben wir noch ein paar Hotelmarken, Glyphen, Embleme. Jo, ab geht's. Als allererstes sprechen wir einmal mit dem Schatzdieb. Der sammelt jetzt hier fleißig alle Belohnungen ein. Und dann gehen wir eigentlich schon gleich zu der einen mystischen Kiste hier. Genau. Zu dieser hier. Lop. Die sammelt er uns jetzt ein. Und wir schießen ihn jetzt einmal ab. Dann rennt er nämlich gleich zur nächsten Kiste. Wir holen uns schnell die Belohnung. Als nächstes gehen wir ein bisschen weiter hier runter. Müssen wir den Gegner erstmal kurz legen. So, wenn wir das gemacht haben, können wir gleich noch den Gegner hier oben mitnehmen. Dann gehen wir gleich weiter hier rüber zu diesem Gegner. So, jetzt suchen wir uns hier unten diese zwei Bahnschienen und da legen wir jetzt die nächsten zwei Gegner. Also auch gleich alle beide. Wenn wir das gemacht haben, können wir weitergehen zu dieser Kiste hier unten. Dann kommt nämlich Wrist an und klaut uns diese wieder. Und jetzt einmal die drei Gegner hier liegen, denn wir brauchen hier unten die Kanone. Wenn der Weg frei ist, einmal mit der Kanone Feuer frei. Der haut jetzt nämlich wieder ab. Hat sich die nächste Kiste gesnackt. Wir holen uns schnell die Belohnung ab. Und wir gehen dann genau zu dieser Kiste da, beziehungsweise zu der, naja, zu dem Rambock. Schießen einmal die Kugel los. Dann schießen wir gleich mal mit dem Rambock hier weiter. Und jetzt haben wir hier hinten in der Ecke so eine kleine Kiste. Da gehen wir jetzt hin. Die wird er sich nämlich jetzt auch noch schnell snacken. Tada! So, dann gehen wir jetzt zu diesem Rambock hier. Na? Damit ist der jetzt frei. Dann gehen wir jetzt einmal kurz in diese Ecke hier. Ziehen den Wagen zweimal. So. So. Jetzt müssen wir den Gegner hier legen. So, jetzt ist der Weg nämlich frei. Wir können hier unten zu dem Rambock gehen. Suchen uns die Schiene von der anderen Seite. Das heißt, wir müssen den Gegner hier kurz legen. So, wie wir den gelegt haben, ziehen wir einmal den Wagen wieder nach links. Genau. Dann gehen wir wieder hier hoch zu diesem Rambock. Schießen einmal mit dem. Pop. Und schießen einmal mit dem. Damit ist die Kugel wieder weiter. Wir holen uns noch schnell die Belohnung ab. Und dann gehen wir hier runter. Und greifen den Wrist an, beziehungsweise den Endboss. Den könnten wir jetzt hier legen. So sieht das dann aus. Wir sammeln jetzt alles ein. Und haben damit die Reise der Wunder vom Prinzip abgeschlossen. Wir haben 1 und 10 von 10. Damit sind wir durch. Ihr müsstet jetzt noch die ganzen anderen Gegner legen, die hier noch auf dem Schlachtfeld sind. Theoretisch könnte man das machen, müssen wir nicht. Wie gesagt, wenn ihr die Stärke braucht, dann macht das gerne. Ich habe es jetzt nicht gebraucht, das ging so. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg. Ciao, ciao.